Wir haben morgen den großen Pokalfight gegen Hannover vor uns. Es wird auf jeden Fall ein spannendes, ein enges Spiel. Hannover spielt bisher eine sehr, sehr gute Saison. Wir haben dort schon gespielt und haben natürlich auch gemerkt, dass da richtig schwer war zu gewinnen. Deswegen haben wir nach einer guten Führung leider einen Unentschieden gespielt. Morgen gibt es auf jeden Fall einen Gewinner und der werden hoffentlich wir sein. Ich erwarte, dass es viele Emotionen und viel Kampf. Natürlich, das ist das vierte Finale. Und die Winner spielt im Hamburg Final Four im April. So, das ist alles oder nicht. So, für uns ist das ein sehr wichtiges Spiel. Und ja, ich erwarte, dass wir mit der Hilfe von unseren Zuschauern und Fans macht das schwer für Hannover. Ich glaube, wir müssen unsere Chancenauswertung ein bisschen nach oben setzen und dann die einfachen Bälle einfach nicht wegschmeißen. Ein bisschen konzentrierter in diesen Situationen im 1 gegen 1, wo man den Ball weiter laufen lässt. Und ja, wenn wir das in den Griff bekommen, dann werden wir morgen gewinnen. Ja, natürlich. Wir haben unser Spiel gegen Hannover in der Bundesliga im Mitte Oktober. Und auch diese letzten Spiele von Hannover und was er macht und was wir machen für unsere Taktik und was wir haben gut gemacht in Minden und was wir können mitnehmen für das nächste Spiel gegen Hannover. So, das ist viel Taktik. Ja, es war geil auf jeden Fall. Es war ein super Erlebnis. In dem Jahr haben die Löwen auch dann den Pokal am Ende gewonnen. Wir wollen unbedingt dahin. Ich glaube, ja, wir haben uns das verdient. Wir wollen da unbedingt angreifen und weiter um den Titel mitspielen. Ja, ich habe nur von dem Sofa oder Couch in Schweden gesehen, Final Four. Und sehr schön mit diesen vier Mannschaften und alles Zuschauer. Du hast gelb, du hast rot und weiß, ja, grün. Das ist, finde ich, sehr schön. Gute Stimmung. So, ja, ich hoffe und wir machen alles, was wir können, dass wir im Hamburg spielen im April.